Herzlich willkommen zum Kursteil Geoinformationssysteme im Online-Kurs OpenGeoEDU. Diese Lerneinheit legt die Grundlagen für das Arbeiten mit offenen Geodaten. Dabei dient die GIS-Vorlesung zur Wiederholung und Festigung der Begriffe und Abläufe. Die GIS-Übungen hingegen sollen ausgewählte Aufbereitungs- und Analyseschritte illustrieren, die dann in den späteren umfangreichen Fallbeispielen zum Einsatz kommen. Geoinformationen begegnet man heute an vielen Stellen im täglichen Leben. Sei dies in öffentlichen Portalen wie dem Regionalatlas der amtlichen Statistik, in der Forschung durch Verschneidung unterschiedlichster Fachdaten oder in der Citizen Science, wo wir Muster von Aufenthaltsorten mittels Heatmap bestimmen. Hinter diesen und vielen anderen Nutzungsformen von Geoinformationen stehen Geoinformationssysteme. GIS ist das Werkzeug, das den Nutzer in die Lage versetzt, ganz unterschiedliche raumbezogene Informationen zu kombinieren, zu verarbeiten und zu visualisieren. In unseren Übungen und Fallbeispielen durchlaufen wir immer wieder einen typischen Workflow, der ausgehend von einer Problemstellung über die Datenrecherche und die Datenaufbereitung geht. Anschließend werden Geoobjekte und Prozesse modelliert, sowie die Auswertung und visuelle Aufbereitung durchgeführt. Und am Ende muss der Kursteilnehmer die Ergebnisse interpretieren und in einer wissenschaftlichen Belegform zur Bewertung einreichen. Dabei greifen wir in OpenGeoEDU gesellschaftlich relevante Fragestellungen auf. So widmen wir uns in diesem Kursteil zum Beispiel den United Nations Sustainable Development Goals, also den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten Erde. Die UN stellen hierzu eine große Menge offener Daten bereit und jeder Kursteilnehmer erstellt dazu seine eigene Weltkarte zu einem von ihm selbst gewählten Indikator und analysiert, wie sich dieser Indikator über die Zeit verändert. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.